Ja, hallo und herzlich willkommen zu Part Nummer 3 zu Hospital Tycoon. Natürlich ist dies ein Playtest, ein Game-Test, um euch zu zeigen, wie denn meine Meinung über dieses Spiel ist. Ja, in der letzten Part haben wir schon Kapitel 1 abgeschlossen. Jetzt geht es natürlich prompt weiter in Kapitel 2. Guten Morgen, schön dich zu sehen. Da kommen schon die ersten Patienten. Dank dir können wir diesen armen Leuten ab sofort behandeln. Wie es aussieht, haben sie alle Knallkater. Oh, hallo, dank ihrer Hilfe können wir jetzt die Welt retten. Bla bla bla. Hat ja nicht lange gedauert, bis die Seiten gewechselt haben, nennen sie. Naja, die zwei tun sich wieder anmeckern. Mal einen Schluck Kaffee trinken. Und wieder mal vergessen, meinen Timer umzustellen. So. Und immer schön freundlich bleiben. Ich versuche zu allen Leuten nett zu sein. Nicht nur zu Schwestern, die mich aus der Vorratskammer anpiepsen. Das war ein echter Notfall. Müssen Sie nicht dringend irgendwas erledigen? Ich kümmere mich einstweilen um unseren neuen Freund. Das ist schließlich meine Übergabe. Ah ja, wer weiß, wo der wieder gewesen ist. So, ich soll die Maus über einen Patienten bewegen. Sehen Sie das Klemmbrett? Darauf notieren wir, was wir mit einem Patienten anstellen. Ja, das habe ich schon fast gedacht. Nach der Aufnahme wird jeder Patient erst einmal untersucht. Anschließend entscheidet je nach Krankheit der behandelnde Arzt, wie es weitergeht. Was behandeln Sie? Die Gesundheit der Patienten im Auge behalten. Oh, Entschuldigung. Sehen Sie das Herz oben? Bildschirmrand, leider schlagen alle Krankheiten auf die Gesundheit. Wir müssen die Patienten also schnellstmöglich helfen. Sinkt ihre Gesundheit auf null, geben sie den Löffel ab. Und das ist schlecht fürs Geschäft. Sehen Sie den blinkenden Button mit dem Auge? Damit können Sie die Klinik sozusagen durch das Auge der Patienten betrachten. Versuchen Sie es doch. Macht Spaß, was? Okay, wenn Sie weitermachen wollen, klicken Sie auf den blinkenden Schließen-Button. Tja, nicht schlecht, diese Ich-Perspektive. Da sieht man mal das Spiel von ganz anderem Auge. Ich finde es gar nicht so schlecht. Also müssen wir aufpassen, um die Gesundheit. Okay, ich bin wieder raus. Oh, gut, okay, ich denke, ein paar Patienten mit einem neuen Leiden brauchen Ihre Hilfe. Kümmern Sie sich darum, ich bin rechtzeitig zur Untersuchung zurück. Wir haben Patienten mit einem neuen Leiden. Behandlung. Das haben wir. Ja. Aufnahme. Ja. Personal. Okay. Ja, wir haben welche mit einem neuen Leiden, ist ja in Ordnung, aber der hat irgendwas in der Nase. So, ist denn unser Raum überhaupt noch da? Nein, wir müssen. Oh Gott, wir müssen Forschung. So, jetzt habe ich den nächsten Nachteil gefunden. Denn man kann nicht weiter rauszoomen. Okay, wir bauen erstmal ein Forschungslabor. So, dann brauchen wir natürlich das Gerät hier, was wir schon beim letzten Mal gebaut haben. Du kommst hier in die Mitte. Dann brauchen wir ein Forschungsgerät, dann brauchen wir einen Mediziner, der natürlich Personal.
Personal einstellen. Wir brauchen einen Forschungsmediziner. Sus. Ah, eine neue Krankheit. Ich würde sagen, das ist eine typische Golfleiten, aber warten wir lieber ab, was die Eierköpfe im Forschungslabor herausfinden. Wo ist denn der Typ jetzt? Ich habe da noch gar kein Forschungslabor, oder? Das habe ich doch jetzt erst gekauft. Irgendwann Personal. Personal einstellen. Forschungsmediziner. Rein mit dir. So. Hier fehlt nichts weiter drin. Die können schön ihren Aufenthaltsraum gehen und nicht hier drinnen bleiben. So, Untersuchung. Okay. Das hätte ich mir auch sparen können. Ich kann auch E drücken. So. Okay. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich würde sagen, wir bauen auch hier mal noch einen Raum hin. Ein 12x8 gleich daneben. Denn hier können wir noch eine Apotheke reinbauen. Oh. Röntgengerät. Ja, komm her. Wir brauchen ein Röntgengerät, eine Umkleidekabine drinne, einen Operationstisch und einen Chirurg. Okay. Das bauen wir uns doch prompt. Hier in der Aufgabe sehen wir das. Stelle einen Chirurgen ein, baue ein Röntgengerät und baue eine Chirurgie. Baue erstmal eine Chirurgie. Jetzt werde ich natürlich diesen wieder abreißen. Ja, natürlich. Und dann brauchen wir Personal, ein 16x12 am besten. Denn es wird ziemlich groß werden, die ganze Sache. Dann brauchen wir natürlich ein Röntgengerät. So, stellen wir hier hin. Chirurgie, Apotheke. Und dann brauchen wir einen Schreibtisch, ist ja schon drinne. Dann bauen wir noch eine Chirurgie, am besten gleich hier so daneben hier so. So. Noch ein Raum. Dann bauen wir mal ein 12x16. Ah, ist zu groß. Das ist zu groß. Da bauen wir hier einen kleinen Raum hier daneben. Ist natürlich wieder mal wunderbar, wie mir geplant. Egal. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Medizinisch, dann brauchen wir hier sozusagen eine Chirurgie. So, Chirurgie. Brauchen wir noch irgendwas? Trainingsraum. Nein, Apotheke, Apotheke, Apotheke. Chirurgie. Labor haben wir schon. Stelle einen Chirurgen ein. Personal. Personal einstellen. Chirurgen. Ja, wir stehen da. Oh, es wurden einige Ampullen gestohlen. Die haben Probleme. So, ein bisschen können wir noch weitermachen. Okay. Klicken Sie auf Mitarbeiter, dann sehen Sie, ob wir
Dann sehen wir weiter. Die Symbole oben links zeigen die derzeitigen und zukünftigen Aktivitäten der jeweiligen Person an. Aha. Außerdem sehen Sie eine Liste, die das Verhältnis der Person zu anderen Mitarbeitern anzeigt. Tja, Zufriedenheit. Mitarbeiter sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Klinik. Die ist ja mehr faul. Die fies, gesellig bzw. faul, fleißig Balken auf dem Namensschildern verraten Ihnen die Wesenszüge einer Person. Im Allgemeinen kommen Mitarbeiter mit ähnlichen Wesenszügen besser miteinander aus. Und jetzt wollen wir sehen, welche Einflüsse wir auf die Menschen haben. Haben Sie einen Mitarbeiter ausgewählt, können Sie ihm Anweisungen erteilen. Klicken Sie beispielsweise auf ein Bodenfeld, um jetzt gewünschten Personen zu schicken. Nach einem Klick auf dem Stuhl nehmen Sie die Person Platz bzw. experimentieren Sie einfach ein bisschen. Ja, ja. Versuchen Sie es, klicken Sie auf andere Mitarbeiter. Nehmen wir die daneben. Sämtliche Interaktionsmöglichkeiten mit der gewählten Person erscheinen im separaten Menü. Wählen Sie eine Option aus, wird diese in die Liste der Aktivitäten aufgenommen. Versuchen Sie es. Witz erzählen. Sobald er alle übrigen Arbeiten erledigt hat, wendet er diese Aktivität zu. Okay. Aha. So kann man sozusagen das Verhältnis zwischen Personal und Personal im Endeffekt verbessern oder zu Feinden machen. So, jetzt muss ich zu einem dringenden Termin. Wir sehen uns dann später. Könnten Sie bitte kurz am Empfang vorbeischauen? Eben sind nämlich einige seltsame aussehende Patienten reingekommen. Tja, das sind wirklich seltsame aussehende Menschen. Diesen Empfangstisch haben wir ein bisschen umdekorieren. Was hat diese Person denn? Aufnahme. Okay. So, Toiletten haben wir hier. Da, dort und dort. Natürlich fehlt hier hinten natürlich auch mal ein Platz zum Hinsetzen. Das werden wir doch prompt mal noch ändern. Möbel, ja. So. Hier können sich die Patienten hinsetzen. Noch einen schönen Mülleimer hier hingestellt. So, den stellen wir da hin. Dann noch so eine Bankreihe hier hin. So. Passt doch. Dann können die Patienten hier zumindest Platz nehmen. So, ist denn hier überhaupt jemand drin? Oh, hier wird jemand geröntgt. Das sieht das sehr interessant aus. So, von oben. Röntgenraum, Röntgenraum, Untersuchungsraum, Kaffeepause. Okay. Die Ziele haben wir schon alle erfüllt hier. Wie ich sehe, bist du wieder mal auf dich gestellt. Ist Mr. Pager wieder mal beschäftigt? Typisch. Tja, du weißt ja inzwischen, wie es läuft. Dieser Patient wird jetzt erstmal im Forschungslabor untersucht, dann finden wir schon raus, was ihm fehlt. Genau, und was ihm denn fehlt, das sehen wir dann in der nächsten Playtest-Folge. Also, bis gleich!